Die Menschen müssen zu Gott finden und sie müssen ihre wahre Bestimmung finden und ihr wahres Sein erkunden. Sie müssen sich selbst erkennen und sie müssen die Angst überwinden. Dann kann ihnen nichts passieren. Alles, was jetzt da draußen passiert, wird schrecklich werden, ist schon schrecklich, wird aber noch viel schrecklicher werden. Nur die Menschen müssen, und ich kann mich nur wiederholen, sie müssen zu Gott finden, um das alles überstehen zu können, weil sie sonst sterben werden, weil sie auch ihre Seele verlieren werden sonst. Und das ist viel schlimmer wie der körperliche Tod, die Seele zu verlieren. Ich würde niemals meine Seele verkaufen. Es ist eben so, dass die Lichtwesen da sind. Sie sind ständig um uns herum, sie sind auch bei dir zu Hause. Sie sind immer da, wir sind nie alleine. Nur werden sie nicht manipulativ eingreifen. Also bitte nicht verlassen und nur da sitzen und warten, die werden schon was tun. Sie sind da und sie stehen uns immer bei und uns kann unterm Strich sowieso nichts passieren, wenn wir nur eins machen, nämlich endlich wieder zu Gott zurückzufinden. Widerstand ja, aber kein Kampf. Das heißt, der Wahrheit treu bleiben, sich selber treu bleiben, egal was passiert. Und niemals die Hoffnung aufgeben. Niemals aufgeben. Niemals. Ich kann das nur betonen. Ich bin heute hier, wo ich jetzt bin, weil ich nie aufgegeben habe. Zu meinen schlimmsten Zeiten, als ich nichts mehr zu essen hatte und auf dem Boden schlafen musste, habe ich nicht die Hoffnung aufgegeben auf eine bessere Zukunft für mich und meine Familie. Und ich bin der beste Beweis, dass Wunder möglich sind, dass man aus nichts etwas erschaffen kann, wenn man den Glauben und die Hoffnung an sich und an Gott nie verliert, kann man alles erreichen. Deswegen, egal was da draußen passiert, liebe Menschen, ihr dürft die Hoffnung nie aufgeben und den Glauben nie aufgeben.
Liebe ist. Liebe ist das Einzige, was bleibt.